Hallo und herzlich willkommen zurück zu Awodion. Heute wahrscheinlich erstmal wieder alleine. Mal gucken, ob noch jemand dazu kommt. Weiß ich nicht. Momentan ist keiner on. Ja, von meinen Freunden, die ja Awodion haben. Aber mal schauen. Ja, mal sehen. So. Wobei, so ist die Ansicht eigentlich auch ganz. Ja, wie auch immer. Ach, machen wir das so, wie es sich gehört. So. Ah, ich hatte ganz vergessen, ich habe mein Schiff ja verunstaltet. Ja. Gut. Okay. So, kann ich hier handeln? Anscheinend darf ich hier handeln. Okay. Energiezellen. Wir sollten hier mal ein bisschen erkunden, vielleicht. Okay, mein Miner da unten, das ist sehr gut. Meine Lady, perfekt. Okay. Ich würde sagen. Solarkraftwerk. Und die wollen Energiezellen. Das wird es am Solarkraftwerk wahrscheinlich geben. Könnten wir theoretisch, oh, könnten wir den Auftrag machen, dann verbessert sich unser Ruf hier vielleicht. 100 Energiezellen, das können wir auf jeden Fall machen. So, gehen wir mal hier hin. Und dann fliegen wir hier hin. Haben wir hier sonst noch irgendwas, das Energie braucht oder so? Hier, du, was brauchst du? 100 Energiezellen, perfekt, nehmen wir auch an. Haben wir sonst noch was? Ich glaube nicht. So. Dann geht's. Ah, Moment, hier sind die ganzen Wracks. Ja, können wir später noch hin. Wir können später nochmal hierher kommen. Müssen wir sowieso. Dann fahren wir die ganzen Wracks noch ab. Und dann passt das schon. So, jetzt müssen wir so in diese Richtung. Das ist da. In die Richtung. Dann mal los. Kostet 1000. Aber. Hey, für ein bisschen Reputation und so, was man da nicht alles tut. So. Okay. Ich bin am Überlegen, ob ich die Lady hier hochholen soll. Aber wenn ich das mache, dann müsste ich schon fast selber fliegen. So, was haben wir hier Schönes? Du, Güterhandel? Energiezelt. Perfekt. Ach, das hier könnte aber auch eins sein, ne? Das ist ein bisschen näher. Ja. Du hast auch Energiezellen. Ja, dann holen wir uns mal da Energiezellen. Moment, was brauchst du noch? Handelsposten? Schwarzes Brett? Platin? Oh, weiß ich nicht. Aber müssen wir mal gucken. Moment, du bist noch näher. Dann fliegen wir doch zu dir. Mal eben 200 Energiezellen. Das da unten ist näher. So. Güter handeln. Ah, perfekt. Gut, dass ich so einen dicken Laderaum habe. So. Südwesten, das müsste das sein, oder? Was brauchst du eigentlich noch? Au. Ah, schön. Ah, schön. Sorry, aber sowas gefällt mir. Ab nach Süden. So. Dann wrackt man da noch ein bisschen ab. Nur Energiezellen. Oh, shit. Hätte ich mal auch noch mit annehmen sollen, können, vielleicht.
Ah ja, perfekt. Da müssen wir hin auf jeden Fall. Die haben wir angenommen. Aber es ist eigentlich egal, eigentlich. Ja, es geht ja hier gerade nur ein bisschen Reputation. Und von daher, das passt schon. Okay. Übrigens, bestätigen geht auch. Mit Leertaste habe ich gerade gesehen. Warst du das vielleicht? Nein. Du? Nein. Ah, wo ist denn hier die zweite Geschichte gewesen? Du? Ja. Dann mal dahin. Energiezellen vorbeibringen. So. Ja, ich habe heute wieder eine Autofahrt von 240 Kilometern hinter mir. Schön. Wie weit kommt ein Elektrofahrzeug? Auf das 240 Kilometer am Stück? Wird knapp, oder? Zumindest bei den meisten. So. So. Okay. Gut. Und hier hätten wir noch weitere Missionen. Aber ich will abracken momentan erstmal. Und hier hätten wir eine Waffenschmiede. Das wäre natürlich super geil, weil da können wir uns bestimmt... einen coolen Bergbaulaser bauen, damit wir hier das Nanometer besser abwracken können. Oder besser, ja, minern können. Das wäre bestimmt möglich. Nur halt die Frage ist dann noch, wie viel Sinn macht's? Und wo haben wir den nächsten Schrottplatz hier in der Gegend, wo wir vielleicht was zerlegen können? Weil ich habe gesehen, am Schrottplatz kann man Sachen zerlegen, also Geschütztürme. Und dann müsste ich nicht die einzelnen Teile, Gott weiß, wo auf der ganzen Karte zusammensammeln, sondern ich könnte halt direkt... Aber ich schieße ja jetzt trotzdem mit drauf, das dauert mir ein bisschen zu lange. So. Boom. Und? Ja, ich habe ein bisschen was bekommen. Eisenschrott. Also nicht. Das ist ja eigentlich nicht so wert, aber es geht mir auch weniger um den Schrott, sondern viel mehr eigentlich um die Geschütztürme, die vielleicht noch irgendwo drauf sein könnten. Da. Eisenmetallschrott. Ganz schön groß die Schiffe hier. Ja, ganz schön lange, bis man hier was abbaut. Ich habe gesehen, beim ersten Video von Avoria von mir waren direkt 7 Zuschauer da. 7 Leute haben das Video schon angeguckt. Ich sag ein ganz, ganz herzliches Dankeschön dafür. Also fürs Angucken. Das heißt, dass das gewünscht ist, dass man Avorion zeigt. Ja, nicht nur vom Spieleentwickler ist es gewünscht, sondern auch von euch. Das finde ich super. Ein ganz herzliches Dankeschön an euch, die hier auf meinem Kanal unterwegs sind. Ja, das bestätigt doch so ein bisschen, ja, dass man auch, wenn es eigentlich genügend Let's Player gibt, eigentlich genügend Let's Plays von auch von diesem Game online sind, es trotzdem noch, ja, Leute gibt, die hier bei mir reinschauen. Finde ich klasse. Finde ich super. Ja, schön, dass ihr da seid. Schön, dass es euch gibt. Dankeschön. Ja.
Also Eisen habe ich definitiv genug dann. Aber meiner meiner gerade wieder nicht mehr. Wieso? Was macht meine Lady? Muss ich der wieder einen neuen Sektor suchen vielleicht? So unter Umständen. Ein Asteroid, okay. Alles klar, also das hier ist auch durch. Ich weiß nicht, war ich mit der Lady hier oben schon? Ich weiß es gerade nicht mehr, es tut mir leid. Ich fliege einfach mal da rauf und lasse sie hier einfach mal minern. Und wir gucken mal, was passiert. Ach, Moment. Ich muss ja erst wieder den hier machen. Zack. 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 So. Bitteschön. Dann viel Spaß, Lady. Schau mal, ob du da vielleicht was findest. Vielleicht gibt es ja da Asteroiden, die man noch minern kann. Oh. Das geht schneller. Oh, cool. Und da gibt es auch direkt schon mit stehen die ersten Sachen. Die ersten Geschenke. Geschenke. Juhu. Finde keine Asteroiden mehr, das dachte ich mir. Ja. Okay, dann fliegst du mal da hoch. Na komm. Und abbauen. Ja. Schade, dass das irgendwie nicht immer funktioniert mit dem Rechtsklick. Ich klicke rechts und es macht nicht immer was. Vielleicht muss ich länger draufbleiben auf dem Rechtsklick. Mal gucken. Vielleicht funktioniert es dann ja besser. So, das hier nehme ich mir mit. Danke dafür. Schildbooster. Okay. Eine Asteroid mehr. Dann versuchen wir es halt hier. Vielleicht gibt es ja da noch was. Hm, auch nicht. Wahrscheinlich auch nicht. Wahrscheinlich habe ich das schon alles abgegrast. Ja, das dachte ich mir. Und genau deswegen wollte ich nicht, dass wir im gleichen Sektor anfangen. Weil das ziemlich doof ist. Eigentlich. Achso, hier sind nur zwei Tore. Naja, dann gehen wir mal hier nach oben. Eigentlich muss ich die selber fliegen. Das ist doof. Das ist doof. Eigentlich muss ich die selber fliegen. Eigentlich muss ich die selber fliegen. Moment, du fliegst mal hier hin. Und da bleibst du. So. Und ich fliege jetzt mit dem Schiff hier mal zurück. Zu einem Ressourcendingens. Ja, wo haben wir denn eins? Ressourcendepot? Oh, da. Okay, ich muss noch abwarten, bis die hier da waren, diese Gegner. Muss hier ein bisschen mit drauf schießen und dann switch ich mal zu Lady und flieg die hier hoch. So. Alt, falsch. Jetzt raffinerieren, alle. Zack. Oh, schön. Cool. Aber richtig ordentlich was dabei. Habe ich so. Ah, das war unter P. Habe ich sonst noch was? Nö, ich habe sonst nichts dabei. Nur Erze, alles klar. Super. So. Wo war jetzt mein Wrack, was ich noch zerlegen wollte? Wollte? Wo war mein? Fremdartige Schiffe. Cool, und ohne Schild. Das ist nicht mal so... Ja, das ist eigentlich ganz cool. Das ist super. An und für sich. Da können wir nämlich ganz gut mitmischen, eigentlich. Ich fliege den einfach mal hinterher. Und wenn der angreift, dann... dann knüpfe ich ihn mir vor. Beziehungsweise, ich warte mal noch, bis
anderer da ist, der vielleicht mitmachen könnte, möchte. Ah, die fliegen da hinten hin. Ah ja, der hier wird. Der ist schon fast tot. So. Dann nehmen wir uns den hier vor. Sonst noch was Rotes auf der Karte? Da, irgendwo, da. Ah, der ist gar nicht mal so weit weg, wie ich dachte. Ah, das ist so. Okay. Eigentlich brauche ich einen Piloten, den ich hier abwracken schicke. Da schwebt auf jeden Fall was. Das ist ein Geschützturm. Horsgeschütz. Ja, super. Ich glaube, die bringen gar nichts. Ich weiß nicht. Habe ich noch nie verwendet, die Teile. So. Weil eigentlich müsste ich meine Lady mal aufrüsten, das wäre halt auch noch so eine Sache, die man machen müsste. Jetzt geht's. So. Hallo? Geht nicht. Egal. So. Boah, so viel Zeug. Also ich weiß nicht, wann ich zur Lady zurückkomme. Das ist ja übel. Und das sind halt die Nächsten, die eine Abreibung wollen. Und mit denen wir uns anlegen können. Ja, super. Oh, super. Weiß ja gar nicht, was ich zuerst looten soll. Ist perfekt hier. Das ist echt perfekt. Bam. Titan. Schön. Und nicht wenig, hey, 2400. Nur von einem so ein Teil. Das ist echt, das ist klasse, das ist super. Vielleicht habe ich ja mittlerweile auch schon wieder was Besseres an Geschützturm, was ich draufballern kann. Moment. Vielleicht geht es dann auch schneller. Was haben wir denn hier Schönes? Einen Eisen-R-Abbrackgeschützturm mit 35er Schaden, 50er Effizienz. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, ja! Ja. What? Okay. Okay, ich hätte schon Nanonit auch. Aber es hilft mir halt momentan noch. Ja, wobei. Naja, ich habe nicht genügend Nanonit, glaube ich. Aber das ist nicht so tragisch. So, den machen wir auf jeden Fall weg. Den brauchen wir auf jeden Fall nicht mehr. Wir brauchen. Ach so! Das ist hier ein dicker. Wirklich? Ja, gut. Okay. Ja, gut.
Damit hatte ich jetzt so nicht gerechnet. Wir müssen mal gucken, wir müssen noch mal nach DPS sortieren. Boah, 381 Schaden überhitzt halt leider. Wollte überhitzt halt leider auch. Maschinengeschütz zum einen. Boah, der ist cool. Größe 1. Das macht ihn wieder nicht mehr so cool. Aber in der Theorie gar nicht mal so schlecht. So. Trotzdem müssen wir den hier eigentlich nehmen. Und den auch behalten, würde ich sagen, oder? 35er, haben wir noch was Besseres? Überhitzt, oder? Ja. Wir hätten hier noch einen Abwrackgeschütz-Turm, der relativ gut ist. Ja, ich weiß halt nicht, überhitzen. Aber der Schaden ist halt Hammer. Größe 1. Achso. Okay, der hat auch Größe 1. Aber der Schaden ist trotzdem Hammer. Ich belasse es so. Ich belasse es so. Moment, habe ich wirklich genügend Crew dafür? Okay, cool. Kanoniere habe ich jetzt ein bisschen viel, aber ja, ich lasse die mal so, wie sie sind. Ja, ich lasse das alles mal so. Ist ja egal, komm. Im Endeffekt sind es Peanuts, das passt schon. P. Inventar, Fracht. Okay, ja gut. Wir haben da noch gut was Platz. Und es geht schon deutlich besser, würde ich sagen, als vorher. Das ist super. Vielleicht sollte ich mein Schiff noch ein bisschen umbauen, noch mehr Cargo dran pappen. Einfach damit noch mehr reinpasst. Genau, und jetzt haben wir nicht das Thema. Mein Cargo, glaube ich, ist nämlich voll. Ja, der ist voll. Okay, ich baue mehr Cargo dran. Definitiv, ich brauche noch mehr Cargo. Ich setze ihn einfach mal hier vorne, ich weiß doch, dran. So. Zack und zack. So. Jetzt ist es natürlich noch umförmiger und noch klobiger und langsamer geworden. Aber hey, ich habe noch mal Cargo. Es ist okay. So. Vor allem hier ist es okay. Weil, oh Gott, hier gibt es so viel. Da bin ich echt, das ist echt okay, wenn ich dann hier ein bisschen, ne? Ich meine, ich könnte jetzt meine Lady in der Zwischenzeit umbauen und so weiter, wenn ich einen Kapitän reinsetzen würde, der das macht. Ja, weiß nicht, ob der automatisch dann auch verkauft. Weiß ich nicht. Ich glaube ja nicht. So. Da wusste ich doch, da ist bestimmt was Dickes drin. Und ich bekomme halt hier richtig viel Titan, das ist halt auch richtig geil eigentlich. Huch. Hat was zerlegt. Ich schieße mal trotzdem weiter auf das da. So. So klein, so dünn, das bekomme ich überhaupt nicht ins Visier. Jetzt. Und jetzt ist das halt wieder so. Machen wir mal so. So.
So. Da hinten. Notruf. Unbekannte Quelle ist mir ziemlich egal in dem Sektor. Ich bin noch ein bisschen zu schwach dafür. So. Okay. Let's Plays sind ja auch da, um einzuschlafen, oder? Das gucken doch viele einfach nur abends, so wenn halt, ja, zum Zurücklegen, zum Entspannen, zum Einschlafen, oder? Ich glaube, viele machen das. Also ich habe es zumindest öfter schon gehört. Ja. Ist ja perfekt dann hier. Ja. Ja, ich bin hier gerade alleine unterwegs und ich habe jetzt auch nicht unbedingt Druck, dass ich hier unbedingt schnell durchrushe oder so. Nö, wir machen ganz normal, ganz easy. Schön. Na? Natürlich, man könnte immer alles effizienter machen, aber warum? Oh, ja. Mein Frachtraum ist mal wieder voll. Okay. Da oben irgendwo? Da. Lass mal hin. Muss wieder ein bisschen was verarbeiten. So, dauert ganz schön lange, bis es auf Geschwindigkeit kommt. Und wahrscheinlich dauert es genauso lange, bis es die Geschwindigkeit wieder abbaut. So. Volle Knecke dagegen. Dagegen lenken. Okay. So, alle? Jo. Ah, 10% muss ich abgeben. Aber hey, komm, das ist trotzdem okay. Das ist trotzdem voll okay. Wenn ich mir angucke, hier oben die Zahlen, das passt. Also wir sollten uns demnächst wirklich ein größeres Schiff bauen, weil wir haben genügend Material eigentlich. Aber ihr kennt das ja von Let's Playern, wahrscheinlich von anderen Let's Playern. Es ist, man hat so eine Sammelsucht ein bisschen. Man sammelt und sammelt und sammelt. Ja, also ich gehöre da definitiv auch dazu. Zu denen, die halt mehr sammeln, als sie tatsächlich brauchen. So. Okay. Das ist halt einfach so. Das kommt irgendwann von alleine. Also es kommt darauf an, was man für Spiele spielt, aber zum Beispiel, wenn man viel Minecraft spielt, dieses Modded Minecraft, also wo du halt alles Mögliche verwerten kannst, dann gewöhnst du dich halt einfach auch an, wirklich alles aufzuheben, weil du könntest es ja irgendwann mal noch gebrauchen. Ja, und hier ist es ja im Endeffekt auch so, also besser ein bisschen mehr haben als zu wenig, ist halt hier auch die Devise. Gerade eben wegen Reparaturen und so, weil man will ja sein Schiff trotzdem erhalten. Irgendwie, wenn es geht. So. Okay. So. Haben wir sonst noch irgendwo was zum Abracken? Da hinten war ich schon, aber da liegt noch so viel außenrum, was man vielleicht noch mitnehmen kann. Und auch sonst sind hier die Blöcke noch ziemlich groß. Ich mach die mal weg. Vielleicht kommt da doch noch was raus. Irgendein, ja, Geschenk. Aber ich glaube, es kommt nur Eisen raus. Was ein bisschen schade ist. Na komm. Zack, so. Es kommt nur Eisen raus. Okay.
Mal gucken, hat Trinam hier schon irgendwie was aufgedeckt? Ich würde sagen, ich lasse das Schiff hier mal stehen. Ich verkaufe nochmal die Ressourcen oder lass die umwandeln, sagen wir mal so. Ah, und da oben waren Nanomiten, ne? Müssten wir eigentlich auch mal holen. Aber ich würde da eigentlich schon fast das mit dem Mining-Schiff vielleicht machen wollen. Also eins, dass ich nicht selber fliege. Und ich würde vielleicht auch sagen, dass wir... So. Dass wir uns ein... Ja. Ich würde... Ja, das machen wir jetzt mal so. Ihr wisst jetzt nicht, was bei mir im Kopf vorging, aber ich habe jetzt einen Plan gefasst. So. Aber vorher muss ich hier noch, ne? Ihr wisst das. Ihr wisst das. Ich muss hier noch, ne? So. Kann das ja nicht liegen lassen. Geht doch nicht. So. Kann man hier vielleicht ein bisschen die Teile ein bisschen verkleinern oder so, dass das ein bisschen schneller vielleicht irgendwann mal geht. So. So haufenweise Kleinzeugs. Das ist nämlich, das ist was Schlimmes, so haufenweise Kleinzeugs. Das mag ich überhaupt nicht. Lieber habe ich große Blöcke, die halt insgesamt ein bisschen länger dauern. Und dieses Kleinvieh, das ist echt, das ist nicht schön zum Abbauen einfach. So. Hab da hinten auch noch irgendwie was gesehen, hätte ich gedacht. Da oben? Waren wir da schon? Ich glaube, da waren wir schon, oder? Ja, da waren wir auf jeden Fall schon. Da hinten? Da hinten sieht es aus, als ob noch irgendwie zumindest eine Farbe rumfliegt. Die nehmen wir mal mit. Okay. Und hier könnte noch. Ja, hier könnte noch. Ja, guck an. Titan ist drin. Ist doch auch okay. So. Okay. War's das? Ja, ich glaube, das war's. So. Ich könnte natürlich auch die... Moment, hier unten, was ist da? Oh! Oho! Wir könnten uns allerdings auch mal Rekonstruktionsmarken vielleicht holen. Oder? Ach, eigentlich. Oder brauchen wir das überhaupt? Ich weiß nicht. Oder lassen wir das bleiben? Ja, früher war es halt so, wenn dein Schiff verreckt ist, dann konntest du das halt wieder abwracken. Das sollte man demnächst auch mal schauen, vielleicht, dass wir das vielleicht mal holen, wenn das geht. Und dann hast du halt alle Upgrades wieder bekommen, die du da reingeballert hast. Die waren halt im Endeffekt dort verstreut und du hast die halt alle wieder einsammeln können. Vielleicht klappt das ja hier auch noch, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ja noch so oder vielleicht ist es auch nicht mehr so. Ich weiß es halt nicht mehr. Müssen wir mal gucken.
Ich bin da nicht auf den aktuellen Stand, wie das so ist. Also ich habe, auf jeden Fall habe ich das auf einem anderen Spiel versucht und ich habe dann nicht alles wieder zurückbekommen, was ich hatte. Aber keine Ahnung, ich weiß nicht, vielleicht, ja, mal gucken. Ja, vielleicht war es auch einfach nur ein Bug oder so, oder keine Ahnung. Vielleicht hat der Server auch einfach, ja, irgendwie gelaggt oder was weiß ich. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Wir probieren das mal aus. Jetzt noch nicht, weil jetzt würde ich, glaube ich, sagen, dass ich denen noch nicht so ganz gewachsen bin. Hier 19 Schiffe, da bin ich auf jeden Fall noch zu schwach, würde ich sagen. Das ist mir ein bisschen viel. Selbst mit Trinan zusammen, glaube ich, wird das nichts. Deswegen, das lassen wir mal noch. Aber ich denke immer, dass ich so weit weg bin. Dabei sind die hier noch gar nicht so groß. Oh, cool. Ein Mining-Geschützturm. Moment. Titan. 3,7 und 15. Ja, besser als das, was wir haben, glaube ich. Piraten greifen den Sektor an. Perfekt. Wir kommen hier gar nicht mehr weg vor lauter... Oh. Wo sind die Piraten? Ah, da oben. Gehen wir da ein bisschen weg. Danke. Das schon? Das war's schon, ne? Ah, aber es gibt... Oh, haufenweise. Anti-Fighter? Was? Kenne ich noch gar nicht. Anti-Fighter-Flag. Okay. Air Selection. Oh. Schön. Lasergeschütz. Schön. Ingun. Ah, 26. Ja, viel Witz. Oh Gott. Wir kommen hier nicht mehr weg. Wir kommen hier nicht mehr weg. Ja, früher hat es auch den Ruf verbessert, wenn man die abgeschlachtet hat. Irgendwie steht da momentan nichts davon da, habe ich das Gefühl, oder? Oder stand da was da und ich habe es nur überlesen? Oh, Titan. Ja, ich würde sagen, wir können demnächst mal das Schiff umbauen. Ich sträube mich davor immer ein bisschen, weil das immer, ja, ja. Wer das Spiel kennt, der weiß, dass es ein bisschen dauern kann, wenn man dann sein Schiff umbaut, bis es wieder fliegt. Deswegen habe ich auch das Design genommen von einem anderen Savegame. Weil ich halt auf einem anderen Server schon gespielt habe und das dann nicht funktioniert hat und so weiter, habe ich ja ausführlich im ersten Video erklärt. Ja. So. Oh. Ich fürchte, mein Cargo ist gleich voll. Oh ja, ich habe noch. Okay, perfekt. So. Da unten ist noch einer. Ich habe doch bei irgendeinem noch was liegen lassen. Vielleicht ist es der. Ja, das ist der. Perfekt. So. Dann nehmen wir euch alles ab, man. Mäh, wie ein Schaf. So. Hallo? Ich möchte das bitte anvisieren. Danke. Oh, da gab's was. Die 3-Detektor, okay. Ja gut, können wir ja verforschen dann im Endeffekt. Wenn das noch so ist wie früher mit dem Forschen, dann können wir das verforschen. So. Und sonst so.
Da war doch da irgendwo noch was. Noch einer. Wir hatten doch drei. Es waren noch drei hier. Die hier angegriffen haben. Oder irre ich mich? Weiß ich nicht. Wo der dritte ist. Das da könnte ja sein. Ja, hier liegt allgemein noch relativ viel. Explosionen im Weltall. Wie schön, dass wir das bis hier hören. Im luftleeren Raum. Aber es ist ein Spiel. Da muss nicht alles exakt so sein, wie sich das gehört. Man denke an die etlichen Filme, die auch im Weltall spielen, bei denen es auch fleißig kracht und scheppert. So. Oh, ich habe Shepard gesagt. Lager Atlantis oder so? Nein. Er scheppert's auch, ja. Vor allem, wenn der dabei ist. Dann scheppert's immer. Scheppert. So. Okay. So. Ja, ich glaube, da kommt nichts mehr raus. Ja. So. Oh, es ist wieder soweit. Wir haben diese Folge tatsächlich nur abgewrackt. Oh Gott, ich komme mir schon fast schlecht vor. Ich sage Dankeschön fürs Zugucken. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.